ein Teil oder ein Bereich des öffentlichen Dienstes wurde heute noch nicht beleuchtet, und zwar das Dienstrecht. Und ich darf daher an dieser Stelle hierzu zwei Anmerkungen machen. Frau Bundesminister, ich habe Ihrem Ziel, nämlich die Gestaltung des Dienstrechts des Bundes neuen Werte zu geben, um sowohl die gesellschaftlichen als auch organisatorischen Veränderungen Rechnung zu tragen, eigentlich sehr wohlwollend aufgenommen. Habe allerdings feststellen müssen, dass es mit den alten untauglichen Mitteln umgesetzt werden soll, nämlich mit einer Fortschreibung in Form einer Dienstrechtsnovelle des bestehenden Dienstrechts, und einmal mehr hier verabsäumt wurde, nämlich den vielen unterschiedlichen Berufszweigen im öffentlichen Dienst endlich eigenständige und berufsspezifische Regelungen zu geben. Die Aufgaben, aber auch die dienst- und besoldungsrechtlichen Stellungen, wie auch die Rechte und Pflichten der einzelnen Bediensteten, divergiert sehr unterschiedlich von ihrer Aufgabenstellung. Und es ist eigentlich klar zu erkennen, dass ein Verwaltungsbediensteter völlig andere Aufgaben zu erfüllen hat wie ein Polizist, ein Bediensteter der Bundesforste völlig andere Rechte und Pflichten einnehmen muss, als wie ein Richter oder ein Staatsanwalt. Und so gesehen ist es eigentlich nur ein Attribut an die fortlaufende Zeit, dass hier endlich die eigenständigen Regelungen festgeschrieben werden sollen. Der zweite Punkt, den ich an dieser Stelle hier betreffend des Dienstrechts ansprechen möchte, ist die gestern verlautbarte Feststellung des Ministerrates, dass es zu einer wesentlichen Verschärfung des Disziplinarrechts kommen soll. Und hier stört mich insbesondere, dass es schon bei der bloßen auf einen Verdacht liegenden Anklageerhebung bei einem Folter- oder Sexualdelikt schon zu einer zwingenden Suspendierung des Bediensteten kommen soll. Ich darf Ihnen meinen Unmut darüber zur Kenntnis bringen und stehe damit wohl hier für sinngemäß für die wohl 30.000 Exekutivbeamte in diesem Land. Lassen Sie mich klar feststellen: Beamte, die rechtskräftig verurteilt wurden wegen eines Folter- oder Sexualdeliktes, haben öffentlichen Dienst nichts verloren und sind unverzüglich zu entlassen, zu entfernen. Ja? Aber auf den bloßen Zuruf eines vermeintlichen Geschädigten, hier sofort einen betroffenen Beamten vom Dienst freizustellen und hier mit Suspendierung vorzugehen, das ist nicht nur unangemessen, sondern das schafft auch große Probleme bei der Vollziehung im Bereich der Exekutive, bei der Polizei, bei der Justiz. Schon jetzt ist es so, dass eine vielfache Anzahl an Beamten tagtäglich mit Misshandlungsvorwürfen konfrontiert sind, damit konfrontiert sind, dass sie vermeintlich in ihren Privatsphäre beeinträchtigt wurden, insbesondere bei Visitierungen, bei Überstellungen in Arrestanstalten oder Arrestbereichen. Und schon heute zeigt sich, dass kaum eine dieser Anschuldigungen hier tatsächlich zu einer tatsächlichen Verurteilung gereichen würde. Ihr Vorschlag oder dieser Regierungsvorschlag zeigt, dass man hier einmal mehr mit völlig untauglichen, überschießenden Mitteln hier gegen den Berufsstand der Exekutive vorgehen wird. Und weil Sie hier gerade im Hintergrund gesagt haben, die Gewerkschaft habe dem zugestimmt. Na, meine Damen und Herren, da wünsche ich Ihnen aber viel Erfolg. Und das ist einmal mehr ein Zeichen, dass Sie auf der völlig falschen Seite stehen. Dass Sie nicht mehr auf der Seite unserer Polizistinnen und Polizisten, auf der Seite unserer Exekutivbeamten stehen, sondern dass Sie einmal mehr wohl schon zu der Seite der Arbeitgeber übergewechselt sind und hier offensichtlich völlig falsche Interessen verziehen. Ich kann Ihnen nur sagen, unsere Polizistinnen und Polizisten, unsere Justizwachebeamten, die leisten einen harten, einen unverzichtbaren Job für die Allgemeinheit. Und diese Geringschätzung, die Ihnen einmal mehr durch diese überschießende und untaugliche Maßnahme entgegengebracht wird, die haben Sie wahrlich nicht verdient. Hier gebührt eigentlich die große Unterstützung unserer aller und nicht der Schlag ins Gesicht durch diese Bundesregierung. Danke.